Moin und herzlich willkommen zum Waldbüchertag. Ich wurde schon vor vielen Monaten von den lieben Books Friends Forever, von der lieben Maike und der lieben Anja für diesen Tag nominiert, habe mir auch das fleißig notiert, aber bin bisher nicht dazu gekommen. Heute ist es aber endlich soweit und ich freue mich, dass ich das jetzt auch zu dieser Jahreszeit drehe. Ich finde, das passt sehr, sehr gut und ich habe auch gemerkt, bei der Bücherauswahl, als ich die Bücher rausgesucht habe für die verschiedenen Fragen, sind sehr, sehr viele düstere, mystische Bücher dabei rumgekommen. Und ja, ich freue mich jetzt diese Fragen zu beantworten, weil ich finde, die sind tatsächlich speziell und es hat auch sehr, sehr viel Zeit gekostet, da Bücher rauszufinden. Wir fangen gleich mit der ersten von 10 Fragen an und zwar ist das Der einsame Waldweg, ein Buch, dessen Handlung nur einen Charakter hatte und dessen Abenteuer keine Gefährten mit sich brachte. Da dachte ich erst, ich finde gar kein Buch, weil eigentlich haben alle Bücher mehrere Figuren. Ich habe erst gedacht, okay, dann suchst du dir immerhin ein Buch aus, wo es nur einen Protagonisten gibt und nicht mehrere und vielleicht auch, wo der Protagonist besonders einsam ist. Habe mir dann schon vieles rausgesucht und bin dann aber auf ein Buch gestoßen, wo doch im Grunde nur eine Figur im Mittelpunkt steht und nicht mehr. Und zwar ist das Widow's Point von Richard Chismar und Billy Chismar. Das ist dieses wunderschöne kleine Büchlein und im Grunde spielt sich das alles an einem Ort, nämlich an einem einsamen Leuchtturm ab. Und ein Journalist nimmt sich ja zur Aufgabe, hier ein Wochenende in diesem Leuchtturm alleine zu verbringen, weil es an diesem Leuchtturm spuken soll und er möchte dem Ganzen auf den Grund gehen. Er filmt das Ganze, er nimmt sich auf und deswegen haben wir im Grunde nur diese eine Figur. Es gibt zwar noch andere Figuren, es gibt so ein paar Rückblicke, beziehungsweise unser Protagonist erzählt uns darüber etwas, was damals an diesem Leuchtturm geschehen sein soll. Und es gibt natürlich auch jemanden, der ihn zu diesem Leuchtturm bringt und sozusagen die Übergabe macht, aber eigentlich steht er alleine im Fokus in diesem Handlungsstrang und deswegen passt das sehr, sehr gut. Das Ganze ist halt sehr interessant erzählt, weil wir das eigentlich nur erzählt bekommen durch seine Audio- und Videoaufnahmen. Und das hat so seinen besonderen Reiz. Das Ganze ist auch illustriert. Und ja, mir war das ein Ticken zu kurz. Es hätte gerne noch ein bisschen länger sein können. Es ist tatsächlich auch eine limitierte Ausgabe, nicht normal im Buchhandel zu erhalten, sondern nur beim Buchheim Verlag. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil es eben so eine besondere ja, Sprache hatte bzw. Erzählart hatte. Aufgabe 2: Entwurzelter Baum. Eine Geschichte, die dich umgehauen hat, entweder positiv oder negativ. Ich habe mich jetzt einfach mal für positiv entschieden. Und zwar mal wieder für Angstrausch von Sarah Lotz. Das war aus dem letzten Jahr ein großes Highlight für mich. Das hat mich total umgehauen und hat mich auch zu diesen ganzen winterlichen Eis- und Schnee- und Bergsteigergeschichten gebracht. Und deswegen möchte ich dieses Buch hier zeigen. So langsam kann man ja auch wieder so eisige Geschichten lesen. Ja, vielleicht noch einen Monat warten, dann geht's richtig los. Aber das hat mich damals sehr, sehr umgehauen. Von der Spannung, von der Atmosphäre, von der Thematik, von der Umgebung. Wir treffen hier auf Simon, war das, glaube ich, ja. Simon lässt sich hinreißen, ganz, ganz gefährliche Dinge zu tun, nur damit er ja seine Homepage, seinen Kanal ja mehr pusht, weil seine Zuschauer es lieben, wenn er sich in Gefahr begibt und an gefährlichen und unheimlichen Orten filmt und das dann eben online stellt. Zuerst ist es eine Felsspalte, durch die er klettert und wo auch Menschen umgekommen sein sollen. Und dann schließlich ist es der Mount Everest, den er besteigen soll. Und auch da sucht er nach besonderen Geschichten, die halt sehr, sehr brisant sind. Und er merkt dann, dass er sich immer mehr selbst in Gefahr bringt und sich selbst zu verlieren droht und er in Lebensgefahr besteht. Und ja, psychische und physische Probleme prasseln auf ihn ein. Und das war extrem spannend. Und auch wenn ich so ein paar Kritikpunkte hatte, hat mich das von Anfang bis zum Ende hin gefesselt.
Ich hätte für diese Frage auch das Labyrinth des Fauns von Cornelia Funke nehmen können. Das hat mich als letztes gerade jetzt erst total geflasht. Aber weil ich im Lesemonat da so viel drüber gesprochen habe, dachte ich, ich nehme noch ein anderes dazu. Aber ich möchte es jetzt doch nochmal erwähnen, weil das im Grunde das letzte Buch ist, was mich total umgehauen hat von der Sprache, von den Emotionen, von der Stimmung. Ja. Also das war mein letztes Highlight, deswegen will ich es jetzt auch nochmal erwähnen und es kommt in diesem Video auch nochmal vor. Drittens, Vogelgezwitscher. Welches Buch hatte den vielfältigsten Handlungsstrang? Da musste ich erstmal überlegen, was überhaupt damit gemeint ist. Ich dachte erst, okay, Vogelgezwitscher, vielleicht meinen Sie damit jetzt ja, verschiedene Perspektiven. So hätte man das ja auch auslegen können, dass die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven berichtet wird. Aber weil es ja ein vielfältiger Handlungsstrang ist und nicht verschiedene Stränge, habe ich jetzt gedacht, dass die Handlung selbst vielfältig sein soll. Und da habe ich mich jetzt für Die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär von Walter Mörs entschieden, weil hier sind im Grunde 13,5 Leben von diesem kleinen Blaubär erzählt und diese Leben können unterschiedlich ja nicht sein und sind so vielfältig und so bunt und so magisch und so fantasievoll, dass ich einfach finde, da passt es eigentlich perfekt dazu. Auch das Cover, weil es so bunt ist und vielfältig. Ja, der Blaubär erzählt halt im Grunde einfach nur seine Lebensgeschichte bis zu seinem 13,5. Leben und danach möchte er geheimnisvoll bleiben, deswegen behält er die anderen 13,5 Leben für sich. Diese Ausgabe ist einfach wunderschön, farbig illustriert. Ich bin ein großer Walter Mörs-Fan, ihr wisst das wahrscheinlich. Ja, und hier haben wir ja, Leben, wo er uns erzählt, wo er mit einem Rettungssaurier zusammen seine Zeit verbringt oder in einer Schule, in einem Berg oder in einem Riesenkopf durch das Gehirn läuft und so weiter und so fort. Also das ist vielfältig hoch 10, deswegen finde ich, passt das sehr gut zu dieser Frage. Viertens, Laubrascheln. Welches Buch hatte durchgehend knisternde Spannung? Auch da habe ich ziemlich lange für gebraucht. Ich dachte, okay, das ist doch eigentlich ganz einfach. Was war besonders spannend? Aber ich habe mich dann erstmal so ein bisschen über knisternde Spannung, über diesen Begriff, ja, so ein bisschen habe ich drüber nachgedacht, was bedeutet jetzt knisternde Spannung? Und ich habe so überlegt, ja, Laubrascheln, das ist ja eigentlich eher so eine unterschwellige Spannung. Jetzt nicht so unbedingt die ganze Zeit Action, 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 sondern dass es die ganze Zeit knistert, die ganze Zeit einen beim Lesen elektrisiert, aber nicht unbedingt jetzt die ganze Zeit was passieren muss. Und da habe ich mich jetzt für ein Buch entschieden, das ich euch noch lange, lange nicht mehr gezeigt habe. Und ich dachte, ja, ich bringe mal wieder ein bisschen Abwechslung rein. Und zwar ist das So finster, so kalt von Diana Menschik. Ich finde alleine schon das Cover finde ich schon ultra cool, gruselig. Das ist im Grunde eine Märchenadaption, spielt aber in unserer Welt, in unserer heutigen Zeit. Zum größten Teil jedenfalls. Und zwar ist Merles Großmutter gestorben und die hat halt in so einem kleinen Holzhäuschen gelebt und Merle kehrt dorthin zurück und möchte halt ihren Nachlass anschauen und zu ihrer Beerdigung und so weiter. Und als sie in dem Nachlass ein altes Dokument findet, wo ein gewisser Johannes davon berichtet, wie er in diesem Haus lebt und zusammen mit seiner Schwester Greta und von seltsamen Vorkommnissen und von Kindern, die verschwunden sind, berichtet, ja, sieht sie gewisse Parallelen zu diesem Haus, zu der Großmutter und auf einmal fangen auch in der Realität an, Kinder zu verschwinden. Ja, das ist sozusagen eine Märchenadaption zu Hänsel und Gretel, auf sehr gruselige Art und Weise gemacht. Und ja, ich finde, das hatte die ganze Zeit irgendwie knisternde Spannung. Es war irgendwie immer unterschwellig gruselig und hatte natürlich auch seine Action. Aber ja, das habe ich sehr, sehr gut in Erinnerung und gerade diese Märchenadaption hat mir sehr, sehr gut gefallen. Fünftens, Wildwechsel, ein Buch, dessen Handlung eine plötzliche Wendung genommen hat.
Hier habe ich mich für ein Buch entschieden, was so ein bisschen raussticht, denn es ist nicht ganz so düster, trotzdem mysteriös und geheimnisvoll. Ich habe mich für Am Ende der Welt traf ich Noah von Irmgard Kramer entschieden. Das Buch handelt von Marlene, die aus ihrem behüteten Leben ausbricht und sie wird dann aufgegabelt von jemandem, der sie verwechselt, aber sie klärt diese Verwechslung nicht auf. Sie gibt sich einfach als diese Lehrerin aus, die Noah unterrichten soll. Und das ist am Ende der Welt, mitten in der Natur, in einer geheimnisvollen Villa. Und dort trifft sie eben auf Noah, in den sie sich sofort verliebt, und der aber ein Geheimnis birgt. Und warum ist der da so, ja, versteckt in so einer Villa? Und was ist ihre Aufgabe? Und ja, was soll das Ganze? Und die Wendung, die dahinter, sich verbirgt, möchte ich natürlich nicht verraten, weil das ein großer, großer Spoiler ist und das ist eben ja, das Geheimnis, was hinter dieser ganzen Geschichte steckt, hat mich schon sehr überrascht. Ich musste es allerdings erstmal ein bisschen verdauen, aber insgesamt war das ein wirklich tolles Buch, obwohl es eine Liebesgeschichte enthalten hat, was ich ja sonst nicht so mag. Aber die ganze Sache drumherum und eben die Auflösung, die war wirklich, wirklich was Besonderes. Sechstens, Astgabel, ein Buch mit Bäumen oder Ästen auf dem Cover. Ja, da habe ich jetzt einfach mal mehrere rausgesucht, da werde ich euch dann aber auch nichts zu dem Inhalt erzählen, sondern einfach nur die schönen Cover euch zeigen. Da habe ich zunächst einmal Dark Wood von Thomas Finn und ich finde, da passt sowohl der Titel als auch das Cover sehr, sehr gut zum Waldtag. Sehr, sehr, sehr schön. Ein großes Highlight kann ich euch nur empfehlen. Genauso wie Das Labyrinth des Faun von Cornelia Funke und Guillermo del Toro habe ich ja schon drüber gesprochen. Auch hier sieht man sehr, sehr schöne Bäume und Äste und auch diese Geschichte spielt ja auch viel in einem Wald und einfach wunderbar. Und dann habe ich natürlich noch Säkulum von Ursula Poznanski. Auch dieses Cover finde ich wunderbar. Und auch das, da steckt so viel Spannung und auch eine große Wendung am Ende drin. Hat mir auch unglaublich gut gefallen und hätte auch zu einigen anderen Fragen hier gepasst. Siebtens, Holzarbeiten. Kamst du in einem Buch schon mal nicht weiter, weil der Druck so defekt war? Nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Also ich kenne es, dass ab und zu mal Tintenflecken drin sind oder dass es mal ein bisschen verblasst ist oder dass es halt auch Druckfehler gibt und Schreibfehler. Aber das ist zwar nervig und holt einen vielleicht ab und zu mal aus dem, ja, aus dem Lesefluss. Und es kann durchaus auch mal öfter vorkommen, wenn das Lektorat nicht so gut war oder es kein Lektorat gab. Aber dass ich gar nicht weiterkam, das hatte ich noch nicht. Ich kenne aber auch Fälle, wo in der Herstellung des Buchs etwas schiefgelaufen ist, sodass zum Beispiel mal Seiten fehlen oder Seiten gewechselt sind, dann kommt man natürlich nicht weiter und muss notgedrungen denn ja, das Buch dann umtauschen, was aber auch kein Problem ist, wenn das ist ein Herstellungsfehler und dann kann man ja ganz problemlos das Buch umtauschen. Aber ich hatte das Gott sei Dank noch nicht. Achtens, Lichtung. In welchem Buch warst du froh, von der Haupthandlung ein bisschen Pause zu bekommen? Entweder weil es so spannend war oder weil es so langweilig war, als ein anderer Teil anfing. Da habe ich mir zwei Bücher rausgesucht. Einmal war das Die bittere Gabe von Ellen Marie Wiseman. Da gab es zwei Stränge und ich finde, der Hauptstrang dreht sich eigentlich um ein Mädchen namens Lilly, das von ihren Eltern ihr gesamtes Leben in einer Kammer eingesperrt wird, weil sie eben anders aussieht als alle anderen Menschen. Sie ist ein Albino, aber irgendwann wird sie von ihrer Mutter an einen Zirkus verkauft. Und das Ganze ist so rührend und so mit, reißt einen so sehr mit und man ist einfach nur ja, emotional sehr, sehr angegriffen, wie dieses, was dieses Mädchen alles erleben muss. Denn als sie in diesen Zirkus verkauft wird, zu dieser Freakshow gebracht wird, ist das natürlich kein Befreiungsschlag, obwohl sie diese Kammer endlich verlassen darf. Denn da geht die Quälerei und die Erniedrigung natürlich erst richtig los oder geht weiter. Und da dann ab und zu aus dieser Geschichte rausgerissen zu werden, war manchmal eine Erleichterung.
Nicht, weil es mich nicht irgendwie berührt hätte, sondern im Gegenteil, weil es mich so sehr aufgewühlt hat, dass man mal ab und zu mal Pause brauchte, um Luft zu holen. Denn es gab noch einen anderen Strang, der ein bisschen später spielte, auch von einem Mädchen, was ja einen Hof übernehmen soll von ihren Eltern, da diese nicht mehr leben. Und der Strang ist auch interessant, aber bei weitem nicht so emotional aufwühlend wie der Strang um Lilly im Zirkus. Und dann habe ich mich noch für nee, Quatsch, der Nachtzirkus von Erin Morgenstern entschieden, weil ich da die Hauptstory tatsächlich nicht so spannend und nicht so interessant fand. Hier dreht es sich halt um einen Zirkus, der immer nur nachts auftaucht und von Ort zu Ort halt fliegt oder sich zaubert, irgendwie einen magischen halt Zirkus. Und dann gibt es zwei Magier, die zwei Lehrlinge haben und die gegeneinander antreten sollen. Innerhalb dieses Zirkus sollen sie halt zeigen, was sie drauf haben. Aber dieses Mädchen und der Junge verlieben sich ineinander. Ja, und diese Geschichte fand ich jetzt nicht ganz so spannend. Es war sehr speziell. Aber es gab halt zwischen diesen Hauptstrang immer so Kapitel über den Zirkus selbst. Denn der Zirkus ist nicht immer der Haupt, Handlungsort, sondern taucht natürlich immer mal wieder auf. Aber in diesen Zwischenkapiteln wird halt immer ein Ort von diesem Zirkus erzählt. Es gibt verschiedene Zelte und jedem Zelt ist irgendwas anders, magisches, zauberhaftes und man wird als Leser so wie ein Gast in diesem Zirkus begrüßt. Und diese Kapitel fand ich einfach nur zauberhaft. Den Rest fand ich okay und war halt für mich ein bisschen zäh. Und deswegen war es schön, ab und zu mal ja, aus dieser Hauptstory rausgerissen zu werden mit diesen ja, zauberhaften Kapiteln dazwischen. Neuntens Moos, ein dunkelgrünes Cover. Und auch hier habe ich mir wieder mehrere Bücher rausgesucht. Und zwar sind das drei an der Zahl. Und auch hier haben wir komischerweise oft das Thema Wald. Zum einen einmal bei Anton hat kein Glück, spielt im Wald Schwedens, wo Anton, ein Berufszauberer, einen Unfall hat und er ist ja ziemlich vom Pech verfolgt und ja, wandert jetzt durch den Wald, um Hilfe zu holen und trifft da auf eine Waldfee, die ihn verflucht. Dann habe ich rausgesucht über den wilden Fluss von Philip Pullman. Das ist die Vorgeschichte zu Der goldene Kompass. Hat mir ganz gut gefallen, aber bei weitem nicht so gut wie die Trilogie, die ja einfach großartig ist. Wir treffen hier halt zwar auch auf Lyra, aber die ist noch ein Baby. Ja, unser Protagonist ist der 11-jährige Malcolm, der eben ja, mit seinen Dämon Asta in Oxford lebt, an einem Kloster und in diesem Kloster taucht halt irgendwann ein Mädchen, ein Baby auf, das beschützt werden soll und er erfährt so langsam ihre Geschichte und muss sie irgendwann auch retten und mit ihr fliehen. Und das letzte Buch, das so ein bisschen in die grüne Richtung geht, ist dieses hier. Das ist der zweite Teil der Im Schatten der Hexenreihe, Hexenjahr. Und auch hier haben wir einen Baum drauf. Und das Ganze ist ja eine Mischung aus mystischer Hexensaga, einem Krimi und einem historischen Roman. Der erste Band war wirklich unglaublich gut und sehr, sehr unheimlich und spannend, sehr gut recherchiert. Der zweite Band war mir manchmal ein bisschen zu wirr, zu viele Personen, zu viele Kapitel. Aber ich freue mich, die Reihe weiterzulesen. Und es ist halt eben ein Regionalkrimi. Und es ist cool, wenn man öfter im Herz ist, dann tatsächlich auch diese ganzen beschriebenen Orte dann auch aufzusuchen, die irgendwie ihre eigene Geschichte haben. Und die letzte Aufgabe, zehntens, Jägerhochstand. In welchem Buch hattest du das Gefühl, die Geschichte von oben zu betrachten? Da mit dieser Aufgabe habe ich mich tatsächlich am schwersten getan und habe sehr, sehr lange gebraucht, um da überhaupt ein Buch zu finden, denn ja, wann guckt man schon von oben auf die Geschichte hinab? Also im Grunde ist man immer entweder in einer Person drin, also in der Ich-Perspektive, oder aber zwar schon
ja, dass es nicht aus der Ich-Perspektive geschildert ist, aber man bekommt ja schon trotzdem die Gefühle und Gedanken irgendeiner Person mit und man hat nie so die Draufsicht, was ich auch gut finde. Ich mag es gerne, mich in irgendwie Personen hineinversetzen zu können. Ich habe zum einen so ein bisschen an so eine Geschichte in der Geschichte gedacht, wo das vielleicht der Fall ist, so vielleicht so die unendliche Geschichte, wo Bastian Balthasar Buchs halt diese unendliche Geschichte liest und von oben drauf guckt, aber man irgendwie ist man in diese Geschichte ja doch schon drin. Ja, deswegen habe ich mich da jetzt nicht dafür entschieden, sondern ich habe mich jetzt einfach mal allgemein für Märchen entschieden, jetzt hier mit diesen wunderschönen Grimm-Märchen-Schuber, weil bei Märchen finde ich, ist das schon so, dass man irgendwie so eine Art Draufsicht hat, dass man nicht unbedingt ja, eine Figur hat, in der man sehr tief eintaucht mit Gefühlen und Gedanken, sondern dass die Figuren halt schon irgendwie so ihre Stereotypen sind. Und die nicht sehr gut ausgearbeitet sind, sondern dass man schon da so eine Draufsicht hat und dass der Erzähler eben auch sehr in den Fokus rückt und man merkt, dass das nicht aus der Sicht einer Figur geschildert wird, sondern aus wirklich ein Erzähler uns diese Geschichte erzählt und man deswegen nicht so sehr in diese Geschichte eintaucht, sondern eher von außen oder eben von oben auf die Geschichte drauf guckt. Ja, so habe ich das jetzt einfach mal interpretiert, weil ich ja sonst nichts gefunden habe. Ja, das war der Waldbüchertag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht, auch wenn das nicht so leicht war, die ganzen Aufgaben zu erfüllen. Aber ich fand, sie waren mal irgendwie anders als ja, normale andere Tags. Also es gab tatsächlich Fragen, die mich herausgefordert haben und ich fand, es passt so unglaublich gut jetzt in den Herbst und war eine schöne Verbindung mit dem Thema Wald. Ja, hat mir gut gefallen. Jetzt müsste ich natürlich noch andere Leute nominieren, auch mitzumachen. Ich glaube, es haben schon viele, viele mitgemacht. Ich werde jetzt einfach mal meine liebe Mädelsleserunde All You Can Read nominieren. Ich weiß aber, dass zum Beispiel Ruth den Waldtag schon gemacht hat. Ja, vielleicht haben die anderen Mädels, Kali, Sarah, Sophie, Claudia, vielleicht ja auch Lust, diesen Tag mitzumachen und habe ich Kali gesagt? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe euch alle genannt. vielleicht auch Jennys Lesestoff und Jackie, vielleicht hast du ja auch Lust, weil das passt so schön jetzt in den Herbst. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch mitmacht oder wenn irgendjemand zuschaut und sagt, oh ja, da mache ich jetzt mit. Dann würde ich mich freuen. Oder ihr eben einfach nur die Fragen und Aufgaben in den Kommentaren beantwortet. Das würde ich auch spannend finden. Ja, das soll es aber gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.